Hallo Freunde und willkommen zurück. Wenn es mal wieder schnell gehen muss, habe ich heute genau das Richtige für euch. Denn wir machen heute Pizza, Schnecken bzw. Pizza Röllchen. Wie das geht, was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen dazu einmal Petersilie zur Deko. Ganz wichtig, eine aufgetaute Pizza nach Wahl. Bisschen Käse und Peperonis. Als allererstes fangen wir mit unserer aufgetauten Tiefkühlpizza an. Wir haben, wie gesagt, eine Diavolo, aber ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ihr nehmt die Pizza ganz einfach und rollt die schön ein. Siehst du das? Mhm. Gut. Da, ein bisschen darf rausfahren. So, wenn ihr die eingerollt habt, dann in der Größe ja, schneiden. Ein Röllchen. So. Passt. Wie gesagt, dieses Essen geht wunderbar schnell. Ist nicht eine einfache, langweilige Pizza. Aber das seht ihr gleich selber. So, dann nehmt ihr die geschnittenen Teile und legt sie schön nebeneinander. Wir haben jetzt natürlich eine größere Auflaufform. Da werden wir wahrscheinlich eine zweite brauchen. Wie gesagt, wir haben eine größere Form, da haben wir zwei Pizzen benötigt. Das ist je nachdem, wie groß eure Form ist. Den tauschen wir nochmal aus. Der gefällt mir nicht so. So. Das schaut schon mal richtig geil aus, finde ich. Jetzt kriegst du auch eine neue. So, als nächstes nehmen wir unseren Streuselkäse und verteilen ihn ganz wenig, es muss nicht viel sein, über die Pizzaröllchen, Pizzaschnecken. So, hier noch, das passt auch schon. Dann sind wir auch schon bei unseren Pepperonis gelandet. Die schneiden wir einfach nur in kleine Stückchen. So, wenn ihr die dann geschnitten habt, werden die natürlich verteilt. Schaut doch schon mal richtig geil aus. Dann geben wir das natürlich in unseren Ofen bzw. Grill. Also der Grill ist jetzt auf 180 Grad vorgeheizt. Und dann geben wir das Ganze für 10 bis 15 Minuten bei geschlossenem Deckel auf den Grill. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Währenddessen können wir natürlich auch schon die Petersilie schneiden. In kleine Stückchen. So, das gehen wir noch einmal drüber. Dann passt das auch schon. Wie gesagt, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn unsere Schnecken fertig sind. Eine Viertelstunde ist jetzt um. Schaut super aus. Riecht auch richtig schmackhaft. So, natürlich wird jetzt erst garniert. Dazu unsere geschnittene Petersilie. Ja, dafür ist eigentlich immer Saskia zuständig für schön machen. Und was überhaupt nicht fehlen darf, aber das wisst ihr ja schon bei mir, mein Tabasco. Schön verteilen. Geil. Endlich dürfen wir probieren. Natürlich zusammen. Oh, Achtung, heiß. Es ist zu heiß. Oh, Achtung. Heiß, aber geil. Und mit dem Tabasco einfach nur ein Spitze. Ohne Witz. Wenn ihr eine Tiefkühlpizza zu Hause habt, macht es auf jeden Fall nach. Es geht super schnell, super einfach. Vor allem, wenn ihr keine Zeit habt, macht es nach. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, Abo, Glocke. Wir sehen uns das nächste Mal. Auf euch, Freunde. Ciao.